wenn ich manchmal mit Menschen spreche, dann geht es auch oft um Probleme in ihrem Leben und über Sünde in ihrem Leben. Und wenn wir dann diese Dinge ansprechen, dann sagen sie, weißt du, ich kann nicht anders, ich bin eben so. Und manchmal überkommt es mich eben. Das klingt immer wie so eine halbe Entschuldigung, dass man so gemacht ist und dass man ja eigentlich nichts dazu kann, dass man eben nicht auf den Wegen des Herrn bleibt. Viele sagen dann, Sünde kann man nicht beherrschen. Sünde kommt oder Fehlverhalten kommt oder es ist einfach so, dass die Dinge so kommen und über mich kommen. Ich glaube, dass das nicht stimmt, weil du kannst in dem ersten Buch Mose schon lesen, wo Gott mit Kain spricht. Und er spricht genau das in Kains Leben an. Gott begegnet Kain und sagt zu Kain, warum ist dein Gesicht gesenkt? Warum bist du zornig in deinem Herzen? Ist es nicht so, wenn du zornig bist, dann senkt sich dein Gesicht und wenn du recht tust, erhebt es sich? Du sollst über die Sünde herrschen. Herrsche über sie. Das ist nicht etwas, was irgendwie jemand dir als klugen Rat gibt, sondern die Autorität, die Kraft, die Macht über Sünde in deinem Leben zu herrschen, die kommt von Gott. Woher weiß man das? Ganz am Anfang der Bibel liest du, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, gleich wie wir. Das heißt, Gott hat dich in einer Autorität geschaffen, in einer Kraft geschaffen, die gegen die Sünde in deinem Leben angehen kann, die sogar über die Sünde herrschen kann. Du aber herrsche über sie, sagt Gott zu Kain. Ganz wichtig ist, Gott wusste, dass Kain sich auf keinem guten Weg befand und Gott hat versucht, ihn da zurückzuholen und zu sagen, das soll nicht so sein. Du hast die Autorität, du hast die Macht, du hast die Kraft, über das, was in deinem Herzen ist, zu herrschen. Wir wissen, dass Kain letztendlich diesen guten Rat oder diese Aufforderung oder diese Richtung, die Gott ihm gegeben hat, dass er sie in den Wind schlägt und dass er seinen Bruder Abel erschlägt. Dennoch gilt für uns für alle Zeit, dass wir geschaffen sind in das Ebenbild Gottes und dass wir über Sünde herrschen sollen. Das ist keine Option, ob ich das nun mag oder ob ich das nicht mag, sondern es ist etwas, wo der Herr sagt, das soll in deinem Leben nicht sein. Du aber herrsche, erhebe dich über diese Gedanken von Sünde oder von Fehltritt oder von schlechter Ausrichtung oder von Dingen, die der Feind in deinem Leben ausprägen will. Erhebe dich darüber. Du hast die Kraft. Du bist geschaffen in mein Ebenbild. Und du sollst über Sünde herrschen. Wenn du gefährdet bist in irgendeinem Bereich, wo du genau weißt, das ist nicht das, was Gott in meinem Leben möchte. Das ist nicht das, was Gott als Recht bezeichnet. Dann kannst du einen Schritt zurücktreten und sagen, Herr, ich möchte dich bitten, dass ich lerne, über diese Sünde zu herrschen. Dass ich nicht falle in dem, was ich da vorhabe, sondern dass du mich erhebst und ich wirklich in diese Autorität komme, die du mir gegeben hast, dass ich über diese Dinge in meinem Leben herrsche, dass ich über das Negative Herrschaft ergreife, dass ich über das, was der Feind immer wieder versucht in meinem Leben hervorzubringen, dass ich darüber herrsche, dass ich Autorität nehme, die du Gott mir gegeben hast. Und ich weiß aus vielen Zeugnissen auch, dass das etwas ist, was du mit Gott wirklich als Sieg empfangen wirst und dass du darüber ein Zeugnis haben wirst. Du wirst ein Zeugnis aus diesen immer an dich herangetragenen Niederlagengedanken wirst du ein Zeugnis haben.
Du wirst dich darüber erheben können. Es ist nicht etwas, was über dich kommt und du dem ausgeliefert bist, sondern du kommst in diese Herrschaftsposition. Du erinnerst dich daran, dass Gott dir Autorität gegeben hat, über Sünde zu herrschen. Gott hat mehr für dich.